Situation. Thomas hat sich zurückgezogen in sein Elternhaus. Die Krankheit bestimmt auch das Familienleben. Seine Mutter Britta kämpft seit vielen Jahren dafür, dass ihr Sohn eine faire Chance bekommt. Oft vergeblich. Echte Freunde wie Nathanael hat Thomas nur wenige. Freunde, die zu ihm stehen und ihn so akzeptieren, wie er ist. Ja, der Thomas, also ich denke mir, wenn der diese Krankheit nicht hätte, dann hätte der auch ganz anders die Schule abgeschlossen. Und für ihn ist es nicht machbar gewesen, eine Berufsschule zu besuchen, weil da muss man eben ruhig sein und zuhören. Und das war für ihn von Anfang an schon nicht in Frage gekommen. Thomas hat auch eine eigene Wohnung in der Stadt. Sonja ist seine Betreuerin. Sie hilft ihm bei den täglichen Dingen, die er oft nicht geregelt kriegt, Einkaufen etwa. Denn er traut sich schlicht nicht aus dem Haus, weil er so viel Aufsehen erregt. Rausgehen tut er alleine gar nicht. Zwangsläufig durchs Einkaufen müssen wir raus. So, und da bin ich auch eigentlich so, dass ich darauf bestehe, dass er mit mir zusammengeht und dass wir dann auch, ne, auch wenn vielleicht nur zwei Teile fehlen, dass wir dann trotzdem gehen, einfach um diese Routine hinzukriegen. Und dieses Vermeidungsverhalten ein bisschen zu unterbrechen, weil wenn er nicht müsste, würde er eigentlich auch nicht gehen. Aber so grundsätzlich ist er eigentlich schon eher, dass er sich zurückzieht. Thomas arbeitet in einer Einrichtung für psychisch Kranke. Auf dem normalen Arbeitsmarkt hat er keine Chance. Sein Chef, Thorsten Pfeiffer. Thomas arbeitet als Landschaftsgärtner. Der Job macht ihm Spaß. Auch wenn es manchmal nicht ganz einfach ist mit seinen Ticks und Zwängen. Gefährlich wird es ja eigentlich nur, also wenn ich ihn mit der Handheckenschere, mit der Motorheckenschere arbeiten lassen würde, wenn er dann so Ticks kriegt, dann kann er sich ja massiv verletzen auch. Das darf er dann nicht machen. Aber in der Regel, er kann so weit, kann er alle, außer auch Kettensägen, alle Arbeiten machen. Ich habe auch schon mit der Spitzhacke gearbeitet und mit dem Vorschlaghammer. Hey! Entschuldigung. Das ist auch irgendwie was ganz anderes als ein dummer Gummihammer. Der ist doch. Also ich habe schon einen harten Kopf. Geht schon. Es gab mal eine Zeit, wo er sich halt auch selber geschlagen hat und das war sehr, sehr schlimm, also wo er die Arme zusammengebunden hatte. Also richtig mit der Faust ins Gesicht. Und das war so schlimm, der war grün und blau, Gesicht war geschwollen. Ich habe ihn gefesselt, ich habe ihm die Hände in der Hose, an Gürteln oder so festgemacht, dass er bloß mit seinen Händen nicht ins Gesicht kam. Wenn es Thomas besonders schlecht geht, will er weder arbeiten gehen noch in seine Wohnung in der Stadt. Aber auch zu Hause gerät er dann immer wieder mit seiner Mutter aneinander. Dann sehen wir mal weiter. Es geht darum, wegen. Ich weiß, wegen. Weil ob ich einen Tag durchhalte, weiß ich nicht, ey. Oh, Entschuldigung. Ich bin ja nur am Sachen am kaputtkloppen. Wenn ich auf die Arbeit die ganzen Sachen kaputtkloppe, ey, das geht doch nicht. Was soll die Scheiße, ey? Ja, es ist eigentlich fast nicht mehr zu ertragen. Die christliche Jugendgruppe des Dorfes. Der einzige Ort, an den Thomas gerne geht, weil er hier willkommen ist, trotz seiner Ticks. Da sein, füreinander beten, für die Kranken auch in unserer Gemeinde, für die Alten, die leiden. Herr, wollen ich wirklich für den Thomas bitten, der jetzt operiert wird, Herr, wollen ich bitten, dass du ihn ruhig machst, Herr, dass er einfach spürt, dass du da bist, Herr, und
dass du ihn begleitest und dass du wirklich auch ja, Gemeinschaft mit ihm haben möchtest, dass du ihn lieb hast. Herr, hab Dank dafür, dass wir wirklich damit rechnen dürfen, dass du eingreifst, Herr, und dass du handelst. Amen. Amen. Aber was auf mich zukommt und so, das ist halt als nächstes die OP, wo ich dann in Vollnarkose bin und wo ich, wenn ich aufwache, wo ich hoffe, dass ich vielleicht sogar gesund bin. Und da ich, andere Leute haben ja Angst vor einer OP und so, aber ich freue mich im Gegensatz irgendwie darauf. Ich weiß nicht warum. Und für mich ist das einfach das ein großes Tor zum richtigen Leben. Ein richtig großes Tor, das sich öffnet, wo ich ein vernünftiges Leben gehen kann. Ein ganz normal leben kann. Und ohne halt behindert zu sein durch diese Ticks, durch diese Zwänge, und das ist für mich eine ganz neue Erfahrung, ganz neues Leben. Wenn er dann so erzählt, boah, ich könnte dann ein richtiges Leben führen und wäre dann, ich würde dann auch mal mit euch abends auch weggehen und nicht nur in die Jugend, sondern auch mal weggehen, was man dann so macht. Er hat ja schon Wünsche geäußert, vielleicht kann ich ja dann mal einen Führerschein machen, Auto fahren oder dann vielleicht klappt es mal mit einer Freundin, und weil das sind ja jetzt alle Dinge, die er nie erreichen kann, so in seinem Stadium. Andererseits habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass wenn es nicht klappt, dass dann so ein bisschen auch ein Stück weit so sein Kartenhaus zusammenbricht.